Eric Love, 19, his startup mom. Basierend auf den Erfahrungen eines Gefängnistherapeuten erzählt das britische Drama Start-up auf extrem realistische Weise vom gnadenlosen Alltag hinter Gittern. Held des Films ist Eric, ein gewalttätiger Straftäter, der trotz seines jungen Alters im Erwachsenenknast landet. Dort trifft er auf seinen verschollenen Vater, der versucht, ihn vor dem Schlimmsten zu bewahren. Der Streifen von David McKenzie lief auf den Festivals in Toronto und London und kommt nun in die britischen Kinos. Ich stieß in Belfast auf ein stillgelegtes Gefängnis, das uns als Kulisse für den Dreh diente. Wir drehten den Film chronologisch und quasi wie eingesperrt, was uns half, eine authentische Atmosphäre zu vermitteln. Wir wurden außerdem von kompetenten Leuten beraten, um den Ort und die Gefühle so glaubwürdig wie möglich darzustellen. Jack O'Connell überzeugt in der Hauptrolle des jungen Eric, den im Knast traumatische Kindheitserlebnisse heimsuchen. Der Schauspieler sprach mit Häftlingen, um sich auf die Rolle vorzubereiten. Dank dieser Gespräche konnte ich mich in diesem Umfeld zurechtfinden. Das war unglaublich hilfreich für die Rolle. In case you haven't fully appreciated, I am his father. Ben Mendelsohn spielt den Vater des Häftlings Rupert Friend, den Gefängnispsychologen, der versucht, den jungen Mann vor dem Untergang zu bewahren. Das Drehbuch stammt von Jonathan Esser und basiert auf dessen eigenen Erfahrungen als Psychotherapeut im Gefängnis. He suffered enormous emotional trauma. It's not always possible for you to be there to protect him. Oi! Startup means you're a leader.